Ja, meine lieben Freunde. Und was mir noch so aufgefallen ist, also wir sehen ja hier einen Hotspot von Fliegenpilzen. Gut, das ist kein Fliegenpilz, das ist mein Kaffee. Ja, und mir ist aufgefallen, dass immer da, wo ein Hotspot von ganz vielen Fliegenpilzen ist, wir den dann lauter Maronen finden, die in unmittelbarer Nähe stehen. Hier wieder so ein Riesenteil. Ja, schon ein bisschen älter, den lassen wir jetzt einfach mal stehen. Aber auch Steinpilze, wie ihr seht, da Fliegenpilze, 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 alles Fliegenpilze. Ja, und was haben wir da? Eine riesen Marone und eventuell ein Steinpilz. Hier haben wir wieder zwei und ja, da haben wir wieder und da haben wir wieder auch. Und ich hatte eben noch welche auf dem Schirm, aber hier sind so viele Pilze, dass ich wirklich den Pilz vor lauter Pilzen nicht mehr sehe. Ah, da. Da genauso. Hier mal schauen, guck. Wunderschöne. Oh ja, wunderschöne Maronis. Da auch. Und was sehen wir? Wieder in der Nähe von dem Fliegenpilz. So, und jetzt gehen wir mal. Zeig ich ein paar Meter weiter. Die Thalea, die ist ja hier auch noch. Leute, das ist hier so ein Zauberwald. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben, ach du grüne Scheiße. Was ist das denn? Was? Leute, seht ihr das? Ich werde bekloppt, hier ist alles voll. Hier stehen mindestens 15, 16, 17, 18 Pilze. Marone. Ja. Und, ja, Maroni, Maroni, Maroni. Hast du Steinpilze? Teilweise, Alter, hier ist da alles voll. Das ist nicht mehr normal. Leute, diesen Wald, den habe ich vor einigen Jahren durch Zufall mal gefunden, weil ich hier in der Ecke gewohnt habe. Wow, da hinten ist er. Wollen wir noch mal schauen. Ja, Fliegenpilze, ne? Natürlich auch, also wir haben schon ganz, ganz viele und auch schon verpulverisiert. Ja. Und wir durften feststellen, dass meine Theorie, die ich schon vor einiger Zeit entwickelt habe, vielleicht hat auch schon jemand anders das mal gesagt, ich weiß es nur nicht, ich kenne es nur nicht, ich habe es noch nie gehört, dass da, wo Fliegenpilze sind, sich auch gerne die Maronen und die Steinpilze aufhalten. Ja, man weiß gar nicht mehr, was man hier noch... Alter, was wir hier noch so mitnehmen sollen. Ja, und wir sind echt wählerisch geworden. Sonst ist das ja immer so karg. Da muss man nicht so, da nimmt man mit, was man findet. Und noch mehr. Da, das könnte ein Steinpilz sein. Ja. Der hier. Oh, Thalea, schau mal bitte, der. Ja. Ja, ist? Dann ist das auch einer. Guck. Wow. Dann ist das hier wahrscheinlich auch einer. Nehmt ihr mal bitte auch mit raus. Komm, gib mir den in der Hand. Ja. Ja, auch ein Steinpilz. Und da auch. Und so, hier. Wow. Ja. Nehmen wir auch direkt mit. Ich weiß nicht. Wo? Da ist auch noch ein Steinpilz, genau. Ja, wir sind wählerisch geworden tatsächlich. Von Maronen haben wir echt die Schnauze voll. Wir sammeln jetzt nur noch Steinpilze. So, also wie gesagt, das ist ein Zauberwald, den ich vor Jahren mal gefunden habe. Durch Zufälle gibt es ja nicht. Das sollte alles so sein. Da, oh, und das ist doch genau die Theorie, die jetzt hier auch noch bestätigt wird. Dieser Wald, ich weiß nicht, wie groß er ist. Ich muss hier mal abschreiten. Ich glaube, der hat 10.000 Quadrat. Der hat einen Hektar, da stehen hier alles Jungbäume, Eichen, überwiegend Eichen, 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 Eichen. Der hat den echt natürlich hier ölen lassen, den Wald. Ich habe einen Witzer kennengelernt, er sagt, hey, ihr dürft hier rein, ihr dürft machen. Dafür helfe ich ihm dann mal hier ein bisschen, was den Wald angeht. Packe ich mal mit an. Ja, Leute, ich musste das jetzt einfach mal loswerden. Ich werde davon jetzt auch gleich nochmal ein schönes Foto machen. Wie soll man dich da mitnehmen hier? Hm, der war da reingewachsen.
Das ist doch. Wow. So, das war's erst einmal von uns.